jetzt wäre es trotzdem interessant zu wissen, wo wir hin müssen. Ah, ach so, das ist die Stelle. Gegen alle drei müssen wir hier nicht kämpfen. Wo könnten die rumhängen? Knoblauch ist gut. Okay, es ist nichts passiert. Warum hat der einen Namen? Warum hieß der Cliff? Scheiße, Mann. Jetzt sind meine Hände fast komplett taub. Oh. Nimmt dieses Teil überhaupt auf? Ich kann noch nicht mal die Knöpfe richtig drücken. Keine Ahnung, wie lange das her ist, dass ich das Zeug geraucht habe. Mir ist kotzübel. Dieser Druck auf der Brust. Mein Herz bohrt sich gleich nach draußen. Leute, lasst die Finger von dem Scheiß. Das ist der übelste Trip, den ich je hatte. Das war ein Outlaw, der einen Stim mit Elex hatte. Das war das, okay. So, ich weiß nicht, wo seine Kumpels sind. Das ist doof. Wird aber nicht das hier sein, ne? Was war... War das sowieso nicht? Weil die hier schon alle platt sind. Auch nicht, nur die 8. 7, 2, 3, 8. Die 8 ist an der richtigen, 7 und die 3 sind richtig. Dann wird die 3 hier sein. 4, 3, 7. Geht doch. Sehr schön. Ach, die hat man sogar markiert hier, die Truhe, oder? Dann können wir sie jetzt wegnehmen. Sehr schön. So, hier waren sie nicht. Oh, hier wäre der Code gewesen. 4378. Ja. Aber haben wir das? Ich bin ein bisschen schockiert. Das liegt hier alles rum. Bauplan, Kartoffeln. Ich nehme mal ganz stark an. Jetzt ist die Frage natürlich, was ich wieder nicht beantworten kann. Wo ist Tavar? Das wäre doch theoretisch die alte Outlaw-Region. Und die alte Outlaw-Region ist ja... ja, warum auch nicht drumherum? Guck mal, ist da was drin? Alles okay. Tavar müsste doch dann, wenn es die alte Outlaw-Region ist, das hier sein. Ne?
Aber schade ist, dass man hier nicht so ein über. Oder warte mal, Lok. Karakis, nee. Wir haben die Mission nicht. Schluck auf. Tavar. Defekte Falle. Zutritt ins Vorf. Arbeite für Scrappy. Okay. Immer dasselbe. Einmal. Melden. Spam. Und tschüss. Und Block. So. Haben wir das auch erledigt? Ach, es ist immer dieselben. So, warte mal. Berichte Fenris in der Mine. Das heißt. Verdammt. Ja, doch. Das heißt, es ist in dieser Region. Wir werden also hier irgendwo in der Region dann, vermutlich, ich gehe mal zum Vor. Werden wir uns mal jetzt so umsehen. Ob wir mit Bulli irgendwas rausfinden. Seine alten Kumpels. Vielleicht sind die. Ne, unter Tage sind die da nicht, ne? Sehr gut, danke. Was ist das hier? Guck mal, hier sind die ganzen. Hä? Ganzen Wachtaufzettel. Ah, ist das die getürkte Ecke? Wir waren wahrscheinlich auch nicht. Also wir waren schon mal hier. Das ist immer noch eine. Warum ist hier noch eine Tutel? Weil wir sie nicht gelootet haben. Ah. Die verschwinden hier erst nach Looten, ne? So, müssen wir irgendwie seine alten Kumpels finden. Schlechte Befestigungen. Hier konnte damals doch sicher fast jeder einfach durchspazieren. Das da unten ist ein Händler. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen. Wo? Das ist natürlich wieder so ein doofes Ding. Jetzt muss man mit dem hier die ganze Zeit irgendwie unterwegs sein, um überhaupt rauszufinden, was eigentlich los ist. Sprich, wo sind seine Kumpels von damals? Hier oben sieht es danach aus, als könnte hier was sein. Tonung dicht auf könnte. Hier müssen wir auf alle Fälle gewesen sein ohne Brille, ne? Guck doch mal, was hier alles rumliegt. Also wenn ich hier war und das nicht eingesammelt habe, dann lag das nur daran, weil ich keine Brille hatte. Irgendwo gab es doch Banditen.
hier ist noch ein Roboter. Den brauche ich für die Servomotoren. Was? Okay. Hier waren wir noch nicht drin, explizit. Vorsicht. Sie lauern hier überall. Ja. Ui, was war das denn? Okay, die Waffe hat ihn gestunt ohne Ende. Okay, jetzt können wir uns hier umgucken, ohne eins auf den Deckel zu bekommen. Wenn denn hier was wäre, was wäre... Ich glaube, hier unten kam ich nicht rein, ne? Aus Gründen. Da kommen wir auch nicht rein. Achso, Moment, ich habe ja meine Cookie Dance nicht auf. Da ist noch ein Viehzeug da unten. Ja. Okay, nichts, wo man sich Sorgen machen müsste. Was? Was ist mit dir los? So, hier oben war ich, aber man kommt hier nicht rein, ne? Nee. Okay, das war's dann. Dann haben wir wahrscheinlich hier bloß Servomotorenteile bekommen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob wir welche bekommen haben. Genau, wenn man den Gegner erstmal richtig erwischt oder eben halt der richtige Effekt drauf ist, ne? Wir haben ja hier mit mit unserem Schwert hier, haben wir Blitzschaden. Und das ist natürlich auf eine Maschine nicht zu unterschätzen. Oh, warte mal, hier war... Das war ein Outlaw-Gebiet, beziehungsweise ein Banditengebiet hier. Aber ich befürchte... Hier wird nichts weiter bleiben. Das war für die Bewohner Magalans eine willkommene Abwechslung. Einmal Urlaub von sich selbst nehmen. Falls ihr es verpasst haben solltet, hier nochmal zum Reinhören. Euer Herbert. Der Herbert. Der ist aber live, das ist keine Aufzeichnung. Kommt man vielleicht zu Herbert auch irgendwann mal früher oder später? So, sind wir eigentlich noch in Tavar? Theoretisch ja. Da ist eine Truhe irgendwo. Warte mal. Hinter uns. Nicht verunsichern. Über die Fremden, die unser Land durchstreifen und mit dem lila Zeug infizieren.
So, und das gleiche. Oh, nicht ganz. Warte mal. Also. Warte mal, die sind schon ausgeklammert. Das heißt, wir machen mal 6, 2, 9, 4. Okay. 4 auf alle Fälle. Und 4 muss größer als irgendwas sein, also 1 oder 0. Geht doch. Ein kleiner blauer Sockel. Hat man auch mitbekommen, ich habe auf den Typen eingeprügelt, ich hatte sehr viel Schaden gehabt, ne? Und ich habe dank des Schwertes, was wir haben, durch die blauen Kristalle, habe ich Leben dazu bekommen. Wenn wir es also schaffen, jetzt noch ein paar blaue Kristalle zu packen, dass wir uns einen großen Kristall oder noch andere blaue, ganz ehrlich, dann würde ich das nehmen. Draufhämmern und dann Leben aussaugen, das ist doch besser als irgendwie was anderes. So, ich wollte den entfernen hier, ne? Ja. Aber eigentlich will ich das hier gar nicht machen. Ich will ja eigentlich... Ich will ja eigentlich gucken, ob ich die irgendwo finde. Dazu muss es ja irgendwie ein Lager oder so geben. Du lässt alles an seinem Platz. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du kommst gerade richtig. Was? Gestatten, Caleb, Händler deines Vertrauens. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Warum handelst du nicht im Vor? Das habe ich den Wachen zu verdanken. Ich komme aus der Kraterstadt und das schmeckt ihnen nicht. Immerhin haben sie mir erlaubt, hier mein Zeug unter die Leute zu bringen. Und, wie laufen die Geschäfte? Leider ist es so, dass mein Kundenstamm begrenzt ist. Hauptsächlich kaufen bei mir die armen Schweine ein, die auf den Feldern schuften. Problem ist nur, dass die kaum einen Splitter in der Tasche haben. Und die Wachen decken ihren Bedarf im Vor ein. Sobald die Kasse halbwegs stimmt, ziehe ich ab. Eine goldene Zukunft sehe ich hier für mich nicht. Was hast du im Angebot? In meinem Sortiment findest du Waren aus aller Welt. Und das Beste an der Sache sind meine Preise. Weißt du auch warum? Du gibst mir einen Rabatt. Du gibst mir einen Rabatt? Willst du mich ruinieren? Ich biete mein Zeug zum handelsüblichen Marktwert an. Ach so. Kein Nachlass, kein Bonus, kein gar nichts. Ich dachte, deine Preise sind die besten. Das hast du falsch verstanden. Der Vorteil ist, dass sie stabil sind. Hm. Ich ziehe niemanden über den Tisch. Ach so. Nebenbei bemerkt, würde nur ein vollkommener Trottel in meiner Situation behaupten, er könne dir Sonderkonditionen einräumen. Und jetzt sag selbst, sehe ich aus wie ein Trottel? Naja. Naja. Ich sollte aufhören, diese Frage zu stellen. Du bist schon der Dritte, der so antwortet. Egal. Jetzt habe ich mich völlig verrannt. Wenn du dir mein Sortiment ansehen willst, gib Bescheid. Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. Okay, aber guck dir das mal an. Der hat hier eine Rebellenkapuze. Ach, ey, die hätte man da schon kaufen können. 1200 versus... Oh, der hat den ganzen harten... Ah, jetzt Jetpack-Kram. Okay. Er hat natürlich kein Geld, ne? Hat er gesagt. Das ist natürlich. Er will ja. Ne? Da verkaufen wir ihm da ein bisschen was. Damit er hier schnellstmöglich wegkommt. Warte mal kurz. Eine Sache noch, bevor du abhaust. Ja? Denk an mich, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Na klar, mal. Ich kann deine Splitter besser gebrauchen als die verwöhnten Typen da oben. Mhm. Also, mach's gut. Ich werde ihn so über den Tisch ziehen. Inventar. Und zwar, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich markiere jetzt die Sachen, die unter Sonstiges laufen. Da das ja alles Trophäen sind, als Schrott.
Was hast du vor? Oh. Zwei blaue haben wir wieder. Okay, das sollte zumindest für die schnellen Sachen passen. So, wo ist er denn da? Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. So, jetzt wird er richtig Profit bekommen. Verkaufen. Bam. Was haben wir jetzt noch übrig hier? Es scheint zumindest bereinigt, ne? Oh ja, sehr gut. Okay, gut. Können und wollen wir noch irgendwas kaufen? Ein Schrott von vorhin? Nee, brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Nee, passt. Das hat richtig Umsatz gemacht. So. Wo könnten... Oh. Ich habe gehört, diese Glaskugeln waren mal Ritualplätze, um die Götter der alten Welt zu beschwören. Ja, 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 ja. Damit sie helfen, Pflanzen besser wachsen zu lassen oder so. Oder so, ja. Könnte man fast sagen. Sagt er mir auch irgendwann mal, wo seine Kumpels sind? Ah, meine Lieblinge, warte mal. Okay, da war ich schon tot. Haben wir aber nicht gelootet, oder was? Doch. Tja, wo könnten seine komischen Kumpels sein? Oh, da ist ein Verlorener hier. Da war ein Verlorener. Ui. Oh, ich habe kein Turbo derzeit. Ich gebe mir Mühe hier. Oh Gott, den hier auch noch. Warum sind die alle da? Okay, der zieht gleich die andere Leiche mit sich hier. Supi. Oh. Oh. Gewöhnlicher Morkornhelm, okay. Ja, warum nicht? Ja. Wir haben aus Versehen eine Truhe gefunden. Ich habe da was gesehen. Wo ist denn eigentlich der? Ach hier. Okay, hat nix. Mein Teller, das auch. Hm. Keule. Ich guck mal gleich. Ein bisschen habe ich. Ich habe vorhin ja was gebraten. Was ist hier noch? Ne, ist keine. So hier.
Wir haben zwar nicht mehr viel, aber das, was wir haben, das können wir noch hier verbraten. Ratten? Ich weiß gar nicht. Achso, das habe ich bestimmt von irgendwo gelootet. Weil für Ratten töten kriegt man ja schlechtes Karma hier. Warum auch immer. Das sieht mir, das ist ein Scheiß aus. Das ist ja genial. Wenn man mal, sag doch mal, wo deine Kumpels sind, Mann. Wahrscheinlich ist es wieder so eine Gefährtenquest, die ja später wieder kommt. Ne? Oh. Nicht abhauen, so nicht hier. Oh, meine Freunde sind auch da, ja? Ich hasse den. Was? Was sind das eigentlich für Dinger hier? Sehen irgendwie aus wie riesige Suppenschüsseln oder sowas. Was haben die sich damals dabei gedacht? Tja. Wer braucht einen Teller auf dem Dach? Kunst. Muss ich nicht verstehen. Nee, nee, nee. Vor allem brotlose Kunst bei Suppen. Okay, ich glaube, das ist eine Gefährtenquest, die erst später wieder triggert. Was? Was? So, das heißt, wenn die später erst wieder triggert, dann... Ich ahne schon wieder. Ich gehe ins in die Bastion und werde dann gleich wieder überrannt. Ich ahne es. So, Buddy, du bleibst mal hier. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Klar noch. Mal gucken, wer uns jetzt gleich in die Arme fällt. Kaya vielleicht? Okay, Kaya nicht. Okay, Kaya nicht. Gut. Naja, sie ist uns ja dankbar, dass wir den Sohn gerettet haben. Naira. Oh. Oh.